Thank you.
Ja, heute ist, was ist heute? Ja, Mittwoch. Mittwoch, der 20. April 2022. Tag 9 nach meiner Hüft-OP links in Weilburg. Und seit vorgestern befinde ich mich hier im Hohen Westerwald auf ISO-Station, auf Abtauchstation, auf Quarantänestation, und es geht mir ganz gut. Es geht mir besser wie befürchtet, denn seit einigen Tagen habe ich mir zum ersten Mal in meinem Leben den Coronavirus Omikron eingefangen, wurde dann gebeten, so schnell wie möglich das Krankenhaus zu verlassen, war kein Problem. Ich war schon gut mobil gemacht, beziehungsweise hatte ich mich in weiter Voraussicht schon selbst gut mobil gemacht, sodass Laufen mit Gehhilfen, Treppensteigen mit Gehhilfen, Toiletten benutzt, Dusche benutzt und so weiter überhaupt kein Problem mehr war. Einzig die Krankheitssymptome des Omikron-Virus haben mir Angst eingejagt, zumal ich, wie oft erwähnt, nicht gerade taufrisch bin, Herzinfarkt hatte, Gehirnblutung hatte, eine chronische Sepsis, Diabetes und massiv Bluthochdruck. Und das sind alles so Dinge, wo ein Virus sich dazu aufraffen kann, so einen Menschen wie mich mal ein bisschen zum Teufel zu jagen. Aber ich habe dem schon vorher klar ins Auge gesehen, habe mich ganz glasklar 4-mal impfen lassen und habe genau beobachtet, wie der Hase läuft. Habe mich oft amüsiert, wie unterschiedlich die Beobachtungen der Menschen waren, wie der Hase läuft. Also mein Hase war klar, war und ist für mich eine Gefahr. Und aktuell bin ich froh, dass mein Körper trotz geschwächtem Immunsystem, aber mit Hilfe von 4 Impfungen, den aktuellen Angriff des Omikron-Virus zumindest mal in der ersten Schlacht geschlagen hat. Aber wie man das so weiß, bei widerlichen Attacken widerlicher Viren und nicht nur widerlicher Viren, kann ein erneuter Angriff erfolgen. Und Symptome wie Husten, Schnupfen, Heiserkeit ist auch noch nicht weg, aber egal. Dieser trockene Scheiß Reizhusten, den kennt sicher jeder der vielen Menschen, die sich in den letzten Wochen und Monaten Omikron eingefangen haben. Dazu laufende Rotznase, Atemdruck auf der Brust, Atembeschwerden, Scheißerei und also Sachen, die einem nicht gerade Spaß machen. Aber immer gemessen an dem, was viel schlimmer sein könnte, ist das alles halb so wild. Juckt mich auch nicht weiter und ich genieße heute diesen Tag unter der Sonne des Hohen Westerwaldes. Hier allein am See, wo ich genügend Abstand habe zu allen Mitmenschen und meine Quarantäne verantwortungsvoll gestalten kann. Eigentlich wollte ich heute Nachmittag eine zweite Runde Kanu fahren gehen mit unseren Hunden und mit meiner Tochter Samira auf dem Subboard. Aber heute ist es ziemlich frisch hier im Hohen Westerwald, ein kühler Ostwind weht über die Höhen und ich bin eigentlich nur beweglich gut aktuell, wenn die Temperaturen stimmen, und heute ist es uns schlicht zu kalt und so sitze ich hier und chille gerade ein bisschen.
Neuer Tag, neues Glück. Ja, wie ich eben gezeigt habe, ich befinde mich in meinem Pennerlager und seit kurzem wird mein Dasein hier wieder beleuchtet von der aufgehenden Sonne und es macht mir total Freude, hier auf dem Pennerlager meines Wohnwagencamps, unseres Wohnwagencamps zu liegen und rauszuschauen in den blauen Himmel des Westerwaldes, die Vögel zwitschern zu hören, und das ist für mich aktuell jetzt der zweite Tag nach meiner Hüft-OP, die mittlerweile 10 Tage zurückliegt, wo mein Blick eben nicht aus dem Krankenhausfenster nach draußen auf eine Betonwand führt, sondern raus in die Natur, und das gibt mir sofort Aufschwung, das gibt mir sofort neue Energie und gibt mir neue Ideen, wie ich heute meinen Reha-Alltag, meinen eigenverantwortlichen, meinen eigengestalteten Eigenbau-Reha-Alltag so gestalten kann, dass ich wieder fit werde. Und in diesem Kontext mal ein paar Anmerkungen. Ich bekomme natürlich etliche Reaktionen auf mein Treiben von YouTube-Followern oder von Menschen, die mir jetzt im Wohnwagencamp begegnen und die ich immer bitte auf Abstand nur kontaktiere oder gar nicht kontaktiere, sondern Leute nähern sich mir und ich sage Stopp, halt, 10 Meter Abstand. Und gut. Allerdings immer wieder interessant, die Reaktionen auf mein Tun, auf meine Eigenbau-Reha sind höchst unterschiedlich. Sie reichen von ungläubigem Kopfschütteln bis zur Anmerkung harter Hund oder auch unverantwortlich. Gestern hatte ich ein Gespräch mit einem Mann, der auch schon länger meine Videos verfolgt, dem ich auch schon begegnet bin, aus Rennerod, also gar nicht weit weg hier von meinem Basislager, der begrüßte mich von Weide mit den Worten, du riskierst ganz schön viel. Ich würde lieber in die Reha gehen, denn wenn dir hier was passiert, bist du selbst in Schuld. Und daraufhin habe ich nur geantwortet, alles, was mir in meinem Leben jemals passiert ist, verantworte ich selbst, bin ich selbst in Schuld und niemand, auch keine Allianzversicherung oder sonst wer, ist schuld, wenn mir etwas zustande kommt und wenn ich zu Schaden komme und schon mal gar nicht wird durch mein Verhalten irgendjemand tangiert, der dann für mich haftet. Eltern haften für ihre Kinder. Diesen Spruch, ja, den fällt mir gerade so blöd ein. Jetzt könnte ich auch sagen, Kinder haften für ihre Eltern. Samira haftet für mich, wo sie mich hier im Westerwald betreut und muss aufpassen, dass ich ja keinen Unsinn anstelle, womit dann Schaden entstehen könnte an mir oder am Leben anderer Menschen. Also, was ich eigentlich sagen wollte, all das, was ich tue, dafür habe ich selbst die Verantwortung, dafür übernehme ich selbst dafür meine eigene Verantwortung und ich habe auch keinen Bock, mein Leben in die Verantwortung anderer Menschen zu tun, zu denen ich noch nicht mal zwingend Vertrauen habe. Damit will ich nicht sagen, dass ich jetzt zum Krankenhaus Weilburg den Operateuren, den Chirurgen und dem Betreuungspersonal kein Vertrauen hatte. Nein, im Gegenteil, habe ich und hatte ich, aber ich passe sehr wohl ganz genau auf, ob das, was man mit mir macht, auch in meinem Interesse ist, in meiner Verantwortung ist. Und wenn ich dann bemerke, ich bekomme die falschen Tabletten, dann sage ich halt Stopp. Und dann betrachte ich es als meine Verantwortung, darauf zu achten, dass an mir niemand Fehler begeht. Oh, das habe ich viel gelabert, aber was ich jetzt eigentlich sagen wollte, meine Eigenbau-Reha mit Hilfe, das nochmal klipp und klar, mit Hilfe meiner Tochter Samira, die mir von Anfang an angeboten hat, dass sie mir, wenn ich nicht in eine offizielle Reha-Klinik gehe, mir behilflich ist, meine Reha-Bemühungen zu organisieren und die Dinge
dann von Samira übernommen werden, die ich nicht schaffe. Einfach nicht schaffe. Es gibt auch nach wie vor aktuell Dinge, die man nicht schaffen kann, wenn eine OP gerade mal 10 Tage her ist. Und wenn man dann noch mit Corona infiziert wird, das ist nochmal eine Sonderübung, die ich unverschämt finde von meinem Schicksal. Aber ich hatte damit gerechnet, dass das so laufen könnte. Und da hatten wir auch ein bisschen Respekt vor, um nicht zu sagen ein bisschen Angst, Samira und auch ich, dass wenn der Fall eintritt, dass das nicht gerade geil ist. Aber jetzt schon nach 2 Tagen haben wir die Sache unter Kontrolle und sind hier im ISO-Camp. ISO-Camp heißt nochmal klipp und klar Isolationscamp. Ich habe mich die ganzen harten Corona-Zeiten sehr gerne und mit äußerster Vorsicht, mit hohem Verantwortungsbereitschaft, mit geringem Risiko in unserem ISO-Camp aufgehalten, hatte dabei extrem wenig Menschenkontakt in einer Nähe, wo es ungesund werden könnte, wie in Straßenbahnen oder in überfüllten Einkaufszentren oder in Fußballstadien oder in Discos oder in Kneipen oder sonst wo. Okay, heute die Sonne ist wunderbar. Es wird zwar im Westerwald jetzt wieder deutlich kühler und ein scharfer Ostwind weht. Und die nächsten Tage wird es hier auch regnen. Das wird die Reha, meine Outdoor-Reha, nicht gerade begünstigen, aber realer machen. Ich habe heute Morgen auf meiner Facebook-Seite geschrieben, mir bringt es gar nichts, in eine Schonhaltung zu gehen. Mein ganzes Leben hatte ich immer wieder heftige Körpereinschläge und da war mir es immer das Wichtigste, bei Krankheiten, bei Körpereinschlägen, nach OPs, möglichst zu verhindern, dass ich in ein tieferes Loch falle, wo ich eh schon drin war. Und nichts tun, vorsichtig sein, ängstlich sein, sich möglichst nicht bewegen, im Rollstuhl hocken bleiben, im Bett hocken bleiben, im Pennerlager, hier auf dem Pennerlager liegen bleiben, das führt ganz schnell zu einer Reduktion aller Fähigkeiten, die ich aber tagtäglich brauche und haben will und erhalten will. Und deshalb ist es für mich immer möglich gewesen, schon frühzeitig den Abbau meiner Muskulatur zu verhindern oder eine Verschlechterung meines körperlichen, seelischen, moralischen Zustandes zu riskieren. Und deshalb habe ich sehr, sehr gerne und immer mit voller Energie und auch mit vollem Bewusstsein und mit voller Absicht etwas riskiert, was für mein Leben von besonderer Bedeutung ist. Andere Leute riskieren es, mit 200 Stundenkilometer über die Autobahn zu fahren und meinen, sie seien verantwortlich, denn sie haben ja ein eigenverantwortliches Auto unter dem Arsch. Okay, ich will jetzt nicht weiter philosophieren. Also, mein eigenverantwortliches Tun, meine eigenverantwortliche Reha ist wohl durchdacht und auch das einkalkulierte Risiko ist wohl durchdacht und wird mich zurückführen, hat mich bereits jetzt zurückgeführt in meine persönliche Lebensumwelt, in mein persönliches Lebensumfeld, in dem ich, Gerd Kassel, mich schon ewige Zeiten aufhalte, wohlfühle und noch den Rest meiner Tage verbringen möchte und deshalb weiter geht's. Kompass Richtung Sonne. Ich hole das komplett raus, außer den Teil, wo der Schnittlauch wächst. Und da mache ich rundherum das Unkraut weg. Okay. Okay. Geht's gut rauszuziehen? Es geht. Auf der Seite, wo kein Schnittlauch ist, hacke ich es komplett auf. Gut ist heute, dass der Wind nicht so doll ist. Aktuell geht's, ne? Wie war die Vorhersage? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Aber innen drin ist eigentlich wieder gut, oder? Wir sind dann Ende August, Anfang September hier und dann hast du quasi noch bis die Herbstferien anfangen, wo das mit den Hunden in Frage käme. Das sind ja quasi noch 3 Oktoberwochen und der komplette September. Könnte ich sogar noch nach Süden fahren. Ende. Ja, weil das sind also gut, du musst schon nochmal einplanen, 2 Wochen zum Wiedererholen und Umpacken.
Ja, wie man auf diesen Aufnahmen sieht, bei schönstem Frühsommerwetter, heute allerdings nur 10 Grad aktuell, frühstücken meine Tochter Samira und ich wieder draußen, outdoors, vor unserem Wohnwagen und finden unser Leben mega geil. Aber in diesem Kontext noch ein paar Anmerkungen, die daraus entstehen, dass ich natürlich in meinem Videotagebuch auch immer wieder Kommentare bekomme von Menschen, die alles genau verfolgen, die meisten sehr sorgfältig verfolgen, und das ist, gefällt mir. Es gibt aber auch Kommentare, ganz wenige Kommentare, wo ich merke, dass Menschen zwar viel Meinung haben, aber wenig darüber nachgedacht, was ich eigentlich gesehen habe und was ich hier so von mir gebe. Und das will ich deshalb gerade nochmal klarstellen. Nach langem Zögern habe ich vor genau 10 Tagen mir im Kreiskrankenhaus Weilburg nach Absprache mit dem örtlichen, dort recht neuen Chirurgen Dr. Brade ein neues Hüftgelenk links einsetzen lassen. Trotz der Kenntnis und trotz des Wissens, dass in Corona-Zeiten, wie bereits 2020, 2021, so auch 2022, die Gefahr und das Risiko besteht, sich mit dem Coronavirus zu infizieren. 2 Jahre lang habe ich mich durch mein ganz persönliches Verhalten, durch mein sehr sorgfältiges Verhalten, selbst vor dem Coronavirus schützen können, indem ich mich ferngehalten habe von Menschenansammlungen, fern von Gaststätten, Kneipen, Diskos, Fußballplätzen und sonstigen Massenveranstaltungen, sondern mich überwiegend in der Natur aufgehalten und wenn notwendig und wenn erforderlich auch hier im Westerwald im ISO-Camp über längere Zeit. So konnte ich mich nicht infizieren, so habe ich mich nicht infiziert. Problematisch in dieser Zeit war es nur, dass ich zunehmend massive Schmerzen bekam in meinen beiden Hüftgelenken, wo ich seit über 40 Jahren Coxarthrose drin habe und wo jetzt es immer unaufschiebbarer wurde, die Sache operativ begradigen zu lassen. Und so kam ich eben jetzt in diesen Zeiten auch wieder ins Krankenhaus. Die Hüfte rechts hatte ich bereits im Mai 2020 reparieren lassen und das hatte gut geklappt. Jetzt, 2 Jahre später, hat es auch gut geklappt. Bis zu dem Moment, wo ich mir den Coronavirus dann doch eingefangen habe. Das nicht durch meine Blödheit, durch meine Dummheit, das durch meine Unverantwortlichkeit, wie das hier ein kluger Nichtnachdenker so meint, loswerden zu müssen. Ich habe mich infiziert vom Krankenhauspersonal im Krankenhaus. Ich mache niemanden einen Vorwurf heutzutage. Der Omikron ist so ansteckungsgeil. Der geht durch Masken, der geht durch alle Vernunftregeln, durch alle Corona-G3 und Tralala-Regeln. Deswegen war ich jetzt nicht überrascht, als ich ein Schnelltest im Krankenhaus positiv war, PCR-Test gemacht wurde, eingeschickt wurde und mir gesagt wurde, gehen Sie jetzt bitte nach Hause. Es dauert jetzt 24 Stunden, bis der PCR-Test, das Resultat kommt. Jetzt sind mittlerweile 48, bald ist das Ergebnis schon wieder verjährt. Das heißt, ich habe kein PCR-Ergebnis bekommen. Teste mich regelmäßig mit dem Schnelltest selbst und stelle fest, ich bin immer noch negativ, eher positiv, also bleibe ich in Deckung positiv, befinde mich hier im ISO-Camp. Und ein Mensch hat sich geopfert für mich, nämlich da ich nach 8 Tagen, 7 Tagen und sogar 6 Tagen Rauswurf aus dem Krankenhaus nicht zwingend ganz alleine alles wieder gebacken bekomme und das dazu noch im Outdoor-Bereich. Er stellte sich für mich sofort blitzschnell die Frage, wie kriege ich es jetzt gebacken, mit Coronavirus positiv mein Leben die nächsten Wochen zu gestalten. Punkt Nummer 1, in eine Reha wäre ich eh nicht gekommen, eine Reha hätte mich jetzt nicht genommen. Fakt.
Insofern all das Geschwätz unverantwortlich. Ich hatte jetzt zwei Möglichkeiten, dass sich einer meiner Kinder opfert, in Anführungszeichen opfert, den alten Vater jetzt in Pflege zu nehmen, in dann auch eigene Reha-Pflege. Und ja, am schnellsten war natürlich Samira da. Sie war bei meiner Frau Astrid, die sofort angeboten hat, dass ich zu ihr kommen kann, dass sie das Risiko eingeht, von mir wieder angesteckt zu werden. Meine Frau Astrid war bereits angesteckt. Alle meine Kinder und Enkelkinder waren bereits infiziert, bis auf meinen Sohn Robin und seine Familie. Okay, Samira kam, sah und siegte nicht, sondern sie hatte die Verantwortung, jetzt mit mir in den Westerwald zu fahren, zu gucken, wie ich über die Runden komme. Und auch in der Erwartung, dass sie sich auch zum zweiten Mal infizieren wird und in der Hoffnung, es sei und wird ein geringer Verlauf. Aktuell freue ich mich natürlich sehr. Ich bin und war und muss in diesem Moment, wo niemand mehr für mich die Verantwortung übernimmt, wo ein Krankenhaus, in dem ich operiert worden bin, wo ich noch nicht fertig war mit dem Krankenhausaufenthalt, entsorgt werde aus Angst, ich stecke jetzt das ganze Krankenhaus an, wobei ich mich selbst in diesem Krankenhaus infiziert habe. Okay, will ich nicht weiter drüber mich auslassen. Aber ich empfehle jetzt mal den wenigen Menschen, die meinen, ich habe ein Rad ab, sei unverantwortlich, sich mal kurz darüber Gedanken machen, was sie eigentlich da für einen Müll reden. Denn wenn man sich auch nur 2 Minuten Gedanken darüber macht, was ich hier eigentlich so berichte, dann stellt man schnell fest, dass ich ja gar keine andere Möglichkeit hatte, wie das zu wählen, die Situationsbewältigung zu wählen, die jetzt stattfindet. Und das in Gesellschaft und mit Hilfe meiner Tochter Samira. Und wir sind ein eingespieltes Team. Und es geht nicht zum ersten Mal durch dunkle Zeiten, krankheitsbedingte dunkle Zeiten. Und so läuft das auch. Und ich empfehle niemandem wirklich, genau das Gleiche zu tun, was ich hier mache. Mein Kanal Kanokassel TV ist kein Beratungskanal, kein Klugscheißerkanal, kein Besserwisserkanal, kein Kanal, in dem ein Gerd Kassel anderen Leuten Ratschläge gibt, was sie nun zu tun oder zu lassen haben. Sowas kotzt mich schon ewig und immer an, wenn das andere mit mir probieren wollen. Dann kriegen sie schnell eine vor den Latz geballert, denn ich liebe es, aufgrund meines eigenen Denkens, aufgrund meines eigenen Lebens, aufgrund meiner eigenen Lebenserfahrung, für mich selbst die Verantwortung zu übernehmen. Und kein Mensch auf dieser Welt muss für mich Verantwortung tragen. Und ich verhalte mich dann so verantwortungslos, dass ich dann einen behandelnden Arzt, in Gefahr bringe, dass eine Operation an mir vielleicht misslingen könnte. So eine Scheiße kotzt mich nur an. Und die Reha-Maßnahmen, die ich mir jetzt hier ausdenke, die ich mache, die mir saumäßig gefallen, die ich erfolgreich mache, sind mein Bier, sind mein Risiko, sind meine Gefahr, sind meine Verantwortung und eine Verantwortung für mich. Das mal klipp und klar und deutlich. Und bei all dem, was ich hierbei tue, verfüge ich über eine Unmenge an eigener Erfahrung, eigenem Erleben über 40 Jahre lang. Und das funktioniert auch so. Und wenn heute ein lieber Dieter aus dem Schwarzwald mir mitteilt, dass sein Physiotherapeut ihm gesagt hat, er solle ja nicht mit einer Krücke gehen, dann könnte sich das Gangbild verschlechtern oder er würde krumm laufen, ohne es zu merken. Dann schönen Gruß an Dieter. Natürlich hat dein Physiotherapeut recht. Aber du kannst davon ausgehen, dass ein Kanukassel, der hier 15 Minuten Videos zeigt und 15 Minuten sichtbar ist, dass er mit einer Krücke läuft und eine Schubkarre zieht oder vor sich her schiebt, dass er das nicht 24 Stunden am Tag macht, sondern dass meine Hauptreha-Übungen auch in der Regel mit 2 Gehhilfen stattfinden und nicht nur mit einer. Also mein Gangbild wird nicht geprägt durch meine eigene Blödheit, schief bleiben. Nach dieser zweiten OP, in 4 Wochen werde ich ohne Gehhilfen Treppen steigen, wie ich das bereits vor 2 Jahren in der Videoserie meiner OP während meines Reha-Aufenthaltes in Bad Nauheim vorgeführt habe. Und da, wenn ich das heute so angucke, denke ich mir, oh Mann, Alter,
da kommst du in Kürze auch wieder hin. Und das geht immer schneller wie gedacht, wenn ich genau das mache, was ich mir zutraue, was ich will. Und vor 2 Jahren haben auch alle gesagt, der alte Spind geht schon nach 3 Wochen freihändig ohne Krücken Treppen rauf und runter. Klar, mache ich. Durch. Bis dann. Ciao. GoPro-Aufnahme stoppen.